Alles wieder eröffnet. Ja, da gehen wir natürlich jetzt mit Level 3 hin und rasieren die Leute. Mit Benzin. Mit Benzin, ja. Dunmogan, wir wieder zurück. Ich muss mal einen großen Skill machen. Aber dann mach ich mal hier die hier, die du da hast. Ach ja, wir sind Level up, stimmt. Aber ich kann sogar den Ace der Rückwärtssalte gut. Ja, hab ich noch nie geskillt, ehrlich gesagt, brauche ich nicht. Okay, dann Schwachsinn. Du kennst aber die PvE-Skillung, ne? Ja, halbwegs. Auch von Harlekin? Nee. Aber bis dahin ist er eh noch im Weg. Da kannst du ja noch bei Wikipedia oder was weiß ich nicht gucken. Bei Wikipedia? Das ist leider nicht drin, aber... Egal. So. Wir kriegen nun eine Level 5er Waffe und die ersten Tränke, die wir ausrüsten können, damit wir nicht sofort sterben. Jawohl. Mal auf W und den roten mache ich auf Q. Genau, da mache ich das auch mal in die Tränke. Oh, 25 Tränke? Nicht schlecht. Wie, ich habe 13 rote und 5 blaue. Ich habe 25 MP und 33 rot. Was? Wieso habe ich denn so viele? Ich habe gar nicht... Ich verstehe nicht, warum du immer so einen Koffer noch, so ein Geschenk in deinem Konz, also ich habe gar keinen. Ich denke mal, das liegt daran, dass ich das Tutorial gemacht habe. Und da ich ja noch nicht so gut in dem Spiel bin, kriege ich einen kleinen Bonus dazu. Ja. Du kennst das Spiel ja in- und auswendig. Ist ja annehmen. Genau. Da müssen wir jetzt F5 schon machen, okay? Ja. Und hier ist der Koch. Da kriegt man auch später noch eine rote Quest, aber ich weiß gar nicht, mit diesem selber kochen, das ist gar nicht so wichtig. Ja, das ist. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben ja gesagt, wir machen für euch alle Quests, dann machen wir auch alle Quests. Richtig. Wenn wir alle Quests machen, dann machen wir auch alle. Ja. Jetzt kriege ich das mal. Auch hatte das. Ja, hatte angenommen. Gut, er sagt mir zum Beispiel gerade schon wieder unten rechts, dass ich mein Makro ausrüsten soll, aber... Ich soll auf PvP klicken, da steht da. Warte mal, mach mal, können wir da nochmal? Genau. Why hello there, why hello there, why hello there, why hello there. Jo. Oh, hier geht eine Frau. K-A-C-A. Ich habe gerade KK2 gelesen. K-A-C-A-2. So. Dann geht's los. F5. Auf geht's. Jetzt kommt so ein... Ich glaube, da kommt jetzt irgendwie so mit Ferrell, oder? Der irgendwie den Wolfert reinspritzt, oder? Nee, der den... Ach nee. Hund entführt. Genau. So, da guckt ihr euch diesen Cinema-Trailer an hier. Jo. Den kann man leider nicht überspringen. Ich will den auch nicht überspringen. Der ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich würde ihn gerne überspringen, aber er geht ja leider nicht. Und jetzt sagt mein Begleiter, aber ich gehe mal hier auf Umschalt. Der Anfang, der Begleiter sagt erstmal, aha. Zack, zack. Oh, wir sind gleich Level 4, oder? Ja, ich bin Level. Ah, du bist. Oh, da ist irgendwas. Da hat einer gerade den Kern zerstört auf dem Schlachtfeld. Weißt du, was jetzt Fail wäre? Ich rede die ganze Zeit und habe bei Fraps nicht das Mikrofon angeschaltet. Boah, stell mal vor, ey. Wir reden die ganze Zeit und dann ein Stummfilm im Video. Das wäre echt bitter, du. Leute, die Spinne hat so ein Spinnennetz abgeschossen. Ich bin hinter dem Netz aufgesprungen und das Netz hat mich trotzdem getroffen, obwohl es schon irgendwie ein paar Meter hinter mir war. Ja, das ist magnetisch, das Netz. Ich habe gerade 91er-Kombo gehabt. Ja? Jetzt aber der Wolf hier, der regt mich aber auf. Erstmal eine Rolle in die Luft machen. 100er-Kombo-Noob. Ja, ich werde als Kombo-Noob bezeichnet. Toll. Weil ich ein 100er-Kombo gemacht habe. Hier gibt es nämlich, wie man gerade sehen kann, auch Archivements, die man freischalten kann, wenn man irgendwelche bestimmten Sachen geschafft hat. Das werde ich euch aber noch später dann erklären, weil die später noch wichtig sind. Oh, ich habe die Kettenkombos an. Oh, jetzt geht's los. Ich kann mich nicht bewegen. Angriff. Ey. Ja. Wie? Ach so. Bei mir fängt jetzt erst der Film an und die Würfel laufen durch die Personen durch. Kann mich nicht bewegen. Was ist das denn hier? Ist ja ungerecht. Sollen wir wieder Dauerkombo machen? Komm, ich mach jetzt mal die Wölfe tot hier. Und machen wir jetzt mal kaputt. Okay.
Oh Gott. Komm noch ein, dann können wir den Dauerkombo machen. Du fängst dann früher an, den zu schlagen, genau. Und jetzt fang. Na, ah, jetzt, das war scheiße. Jetzt. Und ich gehe dann immer, wenn ich zu weit zur Seite bin, dann gehe ich wieder dahin. Nein, nein, ah, jetzt aber weniger. Einfach am Boden hauen, na ja, schon. Oh, Crit 200. Aber das 700, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Oh, 700, genau. Ey, du hast Ohrringe gedroppt. Was passiert denn jetzt? Der kann aber schön grinsen, der Ferre. Ich bin ja nix. Was? Ich bin ja noch am Kämpfen die ganze Zeit, guck mal. Ja, bei mir ist schon der Film gekommen. Bei mir nicht. Was? So, jetzt kommt... Jetzt kommt die Lilia wieder und die kann ihr Vater wieder sehen oder was. aber du kämpfst natürlich noch. Ja, ich kann hier rumspringen, weil... Siehst du das hier? Ja. Aber nee, jetzt sag nicht, du hast einen Bug oder so. Er sagt auf jeden Fall jetzt, dass wir die befreit haben. Und wir haben sogar... Oh, jetzt kriegen wir das Abenteuerbuch. Wofür war das denn nochmal da? Ich weiß das gar nicht mehr. Geht das bei dir jetzt schon weiter? Nee, ich kann immer noch kämpfen. Super. Bom, 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 du, bom. Weißt du, das ist lustig. Du kämpfst da und die umarmen sich die ganze Zeit und die denken schon, was ist das für ein Verrückter? So, ich bin jetzt draußen. Ja, dann geh ich mal auf Ende. Und du hast jetzt die Quest nicht fertig. Nee. Das ist ja scheiße. Ja, erster Bug im... Ich bin doch fertig, Marcel. Ich hab die nämlich fertig. Oben steht nämlich complete. Ja, und wo sollst du sie abgeben? Bei dem Morgen natürlich. In der Stadt. Ich habe einen verbrannten Keks gedroppt. Ich gehe mal in eine Stadt und dann mache ich mal die Quest. Jo, ich mach mal das Level 5er Geschenk auch. Ich bin mal gespannt, ob der ja jetzt ist und man da. Ach, guck mal, das geht doch da, das Fragezeichen. Also geht das ja doch. Ich habe ein Megafon bekommen, zwei Stück. Und ich habe zwei Gardamünzen als Belohnung bekommen. Und ich habe schon mal die Level 5er Waffe ausgerüstet. So. Was skillen wir denn mal? Ja, das ist ja nicht schlecht. Ach nee, komm, was hat der nochmal hier unten? Leben ist ja nicht schlecht. Komm, dann machen wir das erstmal auf 1. Ziehen wir das mal da unten hin. Wo habe ich das vorher mal gehabt? Immer, ich glaube, auf 8. So, machen wir das mal. Das ist übrigens so eine Skill, wenn die Leute in der Nähe sind, dann kriegen die Skill auch mit. Vitalität erhöht eure... Was war das? Maximales Leben, ne? Weiß ja gar nicht mehr. Dann gehen wir doch mal zurück. Mal gucken, was er uns jetzt erzählt. Ich kann hier bei dem Alten eine Quest abgeben, bei Alvin. Bei Alvin? Ja, und da kriege ich jetzt so ein Buch. Ja, ich auch gleich. Ich habe das. Ich muss jetzt auch mit dem Alvin reden. Alvin und die Chipmunks. Oh Gott. Das Film bloß nicht an, das ist so ein Eichhörnchenfilm. Ja? Essen hier Eicheln? Lol, bei mir wurde gerade der Bildschirm schwarz. Hä, wieso das denn? Ich auch nicht. Der hat sich ganz verdunkelt und ich stand da, weil ich die Quest angenommen habe. Ach, das Buch, das bringt uns, wenn wir irgendwelche Fragen haben, können wir das öffnen und dann wird uns das gezeigt. Ist ja eigentlich ganz nett für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Das wusste ich gar nicht. Gibt es das Buch schon lange? Ja, das gab schon... Ach, das, und ich habe das auch noch verkauft damals. Echt? Oh nein. Das ist ja kein Wunder, dass du so früher angeschaltet hast, bist du Dragonika. Warte mal, stehen da die Skillungen drin? Nein, da steht nichts. Da steht, wie du, ja, kämpfst. Den Charakter steuerst. Ja, das ist bringt, das bringt doch viel, wenn man nicht weiß, wie man das Inventar öffnet. Ja. So, ich muss jetzt da oben rechts eine Quest abgeben. Ich will mich einer als Freund hinzufügen. Mach doch, kriegst du Freundespunkte, wenn die Noob. Except... Als Netzin-Ha. Netzin-Ha. So, ich hab nun die auf... Ach, ich kann die sofort abgeben, die Quest. So, Quest abgegeben. Und wir kriegen eine neue hier. Beim Koch habe ich eine Quest. Hast du auch eine rote?
Warte mal, beim Koch bitte. Ich gehe da jetzt mal hin zum Koch. Ja, genau, beim Koch habe ich... Erstmal stelle ich hier die komischen Kettenkombos aus, die brauche ich nicht. Ja, ich lasse sie mal bis Level 20 an. Wenn nicht, dann kann ich ja immer nur ändern. So, ich nehme mal hier die Quest beim Koch an, denn da muss man gut kochen für. Und wenn er nämlich in diesem grünen Bereich ist, dann macht der Charakter eine ganz komische Fratze und die finde ich zum Totlachen. Oh, wir sollen Feuerholz sammeln. Ja, von den Woodies. Okay. Woody heißt auch einer in Toy Story. Ja, das ist so der mit dem Cowboy-Hut, ne? Genau, der mit dem Cowboy-Hut heißt Woody. Schon Ewigkeiten, wo ich halt geguckt habe. So, ich habe aber hier rechts auch noch eine Quest und links auch. Ja, ich gehe erstmal zu dieser hier. Genau, zum Schmied. Gucken, was der so zu tun hat. Da muss der Vlies. Ja, auch von den. Ja, ich weiß so, was ich gerade merke. Was merkst du denn? Ich habe ganze Zeit den Hintergrundton aus. Mach ich mal an. Ich ohne Sound hier. Soundheld! Ja. Direkt die Aufnahme voll gescheitert. Egal. Aber stell dir mal vor, der nimmt den Ton wirklich nicht auf. Oder du hast nicht auf Aufnahme gedrückt. Nee, nee, Aufnahme läuft, das sehe ich oben rechts. Die Fraps-Zahl ist rot, dann ist das immer an. Ah, okay. Ich stell dir mal vor, das ist jetzt stumm alles. Blackscreen, weißt du? Ja. So. Ich mach mal kurz einen Schnitt, Leute, weil ich möchte gerne die Hintergrundmusik anmachen. So, da sind wir wieder. Genau. Nun müsst ihr eigentlich die Weihnachtsmusik hören. Ich habe das voll verplant, dass ich die ganz aus hatte. Jo, die Weihnachtsmusik. Guck mal, wir haben schon den 2. Januar und es ist immer noch Weihnachtsmusik. Schon seit dem 27. Dezember vorbei. Und hier ist immer noch Weihnachten. Genau, super, ey. Genial. Ich glaube, hier ein ganzes Jahr Weihnachten wäre. Jingle Bells. Ja, und das ist mal so ein tanzender Weihnachtsmann, ne? Ja. ich habe übrigens hier unten links noch eine gelbe. Ich kann hier noch ein paar Skills machen, warte mal. Hier bei dieses machen. Pamela habe ich eine Quest. Den nach unten schlag. Braucht man den Handschuh? PvP ist gelistet, finde ich. Brauche ich nicht. Also du bist ja Ultra PvPer. Ja. Was eigentlich hier mit diesem... Mit diesen Clown-Gesichtern. Braucht man die? Ich hab das schon mal geskillt. Ich finde das ja nicht gerade schlecht. Ach so. Ich hab die Skillung nicht im Kopf. Ich weiß nämlich nicht. Habe ich ja noch so ein Rückwärtssalto? Wir sollen ja für die eine Quest eine Seele bekommen. Ich erzähle den Leuten mal, wie das geht. Und zwar habt ihr im Equip Slot Gegenstände. Und da seht ihr dann immer oben links in der Ecke, wenn ihr auf den Gegenstand geht, Soul Force, das ist der Seelenwert. Ja, genau, vergaß mich. Und wenn der Seelenwert mindestens 1 hat, dann könnt ihr den Gegenstand zerstören mit diesem kleinen Hammer. Und dann bekommt ihr Seele. Und das müssen wir in diesem Fall machen, damit wir die Quest abschließen können. Wir machen jetzt einfach mal... Lol. Nein, das konnte ich mir nicht verkneifen. Scheiße, ne. Den Gegenstand kaputt und haben eine Seele bekommen. Weiß ich nicht, hast du auch einen Gegenstand, den du kaputt machen kannst? Damit wir die eine Quest fertig machen, abschließen können. Das kann man dann nicht so sehen. Ich hatte so ein altes Schurken-Ding. Da brauchte man 3 Seele und jetzt braucht man nur eine, damit die fertig ist. So gut. Hast du fertig? Ja, komm. Gut. Ab. Der GM ist online, sehe ich gerade. Na nee, egal. Jetzt können wir hier nämlich... Ach, ich weiß nämlich, was wir noch vergessen haben. Wir müssen nämlich auf Konto auf diese Bücher klicken. Mit dem... Nee, das geht gar nicht. Ach doch. So, jetzt haben wir es gelernt. Echt? Ja. Ach so, genau. Jetzt müssen wir da irgendwie drauf klicken. Und wir haben es erlernt. Was soll jetzt machen? Ach so, jetzt kann ich... Nee. Jetzt klicken wir mal hier drauf. Ah genau, Doppelklick. Und jetzt seht ihr da so einen grünen Balken. Und wir müssen... Was war da, das rote treffen? Das rote in der Mitte. Gell? Ach du Scheiße, das sind ja nur 2 Dinger. Scheitern wir jetzt. Oh, wir haben verloren. Aber egal, die Quelle...